Hallo, meine lieben Let's Play-Freunde, zu Let's Play Arcania Gothic 4. Ja, die Entscheidung steht fest. Es wurde ein Kommentar abgegeben und wir gehen jetzt die Pilze suchen gehen. Vielen Dank für deinen Kommentar. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Namen nennen soll. Wenn du es willst, kannst du es ja gern in die nächsten Kommentare schreiben. Wir gehen zum Murdra und holen uns den Auftrag ab. Und dann geht's schon los. Da steht sie schon. Aha! Was willst du? Lass uns den Trick mit dem Met ausprobieren. Gut. Ein Fässchen Met hast du mir ja schon besorgt. Von Garf. Jetzt musst du mir nur noch 3 Eisenpilze bringen. Dann zeigen wir es den Halunken, den Elenden. Wo finde ich Eisenpilze? Geh in die alte Mine, im Süden der gespaltenen Jungfrau. Dort wachsen welche. Sollte ich sonst noch was wissen? Jetzt, wo du fragst. Der Eingang zur alten Mine ist eingestürzt, vor ein paar Jahren schon. Muss dir was einfallen lassen, wenn du rein willst. Aber vielleicht brauchst du es auch gar nicht und Digger hat den Eingang zur Mine schon freigeräumt. Redet seit Wochen davon, dass er sie wieder öffnen will, die alte Mine. Wer ist Digger? Ein Einsiedler, ein Kauziger. Lebt in einem Stollen im Eberstein wie ein Tier. Früher hat er in der Mine gearbeitet. Als der Eingang eingestürzt ist, lag er 2 Tage unter dem Geröll. Hat ihm den Verstand vernebelt, dem Hund, dem Armen. Okay, das letzte noch. Wo finde ich Digger? Geh einfach zum Eingang der alten Mine. Dort wird er sein. Wenn ich den erwische, denen da oben macht das wohl Spaß. Sei halt still. Das kann er wohl... Also, sorry, wenn ich jetzt alles anklicke, aber ich möchte ein bisschen Story überkommen lassen. Und das ist wohl besser. Das sind Schilder. Alte Mine. Da geht's wohl lang. Ja, also danke nochmal für den Kommentar. Weißt jetzt Bescheid. Und darum nehme ich jetzt auch deinen Weg. Und auch Dankeschön, dass du mich abonniert hast. Hat mich gefreut. Wir sind wohl richtig. Spielstand wird erstellt. Kennen wir ja schon. Ach, gestern gab's chinesisches Essen. War lecker. Voll den Magen voll davon. Ich glaube, da steht er. Ja, da läuft er rum. Schauen wir mal, ob es noch irgendwas Interessantes gibt für uns. Irgendwas. Komm, gib her. Ich hatte schon einen Eisenpilz. 3 Stück. Ich glaube, da gibt es recht wenig von denen. Nee. Gibt nichts. Ist ein armer Kerl. Na, Digga? Was treibst du hier? Ich schuft mich zu Tode mit der Spitzhacke hier. Wenn ich meinen Destillierkolben hätte, wäre alles einfacher. Ich würde ein Destillat herstellen und wusch, der Eingang zur Mine wäre frei. Wo ist dein Destillierkolben? In dem alten Stollen, in dem ich lebe. Da traue ich mich aber gerade nicht rein. Sind nämlich wilde Bestien drin in meinem Stollen. Ho, ho, da frage ich mich, würdest du dich trauen? War ja auch nur so eine Frage, ne? Natürlich machen wir den Scheiß. Ich besorg dir deinen Destillierkolben. Tatsächlich? Das ist wunderbar. Dann kann ich die Spitzhacke ja weglegen und warten, bis du wieder da bist. Wo finde ich deinen Stollen? Du musst wieder raus aus der Mine und dann dem Weg nach Süden folgen. Kannst meinen Stollen nicht verfehlen, wenn du dem Weg folgst. Da stinkt's nämlich nach Goblins. Die haben sich in meinem Stollen breit gemacht, als ich hier am Schuften war, mit meiner Spitzhacke. Ja, das haben sie, die frechen Viecher.
Und seither muss ich hier schlafen. Wenn ich das Wort schon und Goblins höre, geht's mir so langsam auf die... Ja, ihr wisst schon. Die lassen hier gar nicht mehr locker. So oft kommen die jetzt dann gar nicht mehr vor, aber hier nerven sie mich. Ich habe mich jetzt ein bisschen schneller gemacht, komm. Pushen wir uns auf. Überraschung. Ja, gib mir dein 3 Gold her. Das wenige, was du hast. Und da haben wir nochmal so ein Wildschwein. Bestimmt kommt noch eins. Die jagen doch nicht alleine. Ah, hinter dir. Genau. So macht man das. Also, wieder diese Quest. Hol dies, hol das, mach das. Geh von A nach B. Nichts Wichtiges. Bisschen was. Noch Gegner. Blue Fliegen, die kennen wir ja schon. Na. Die sind aber schon gar nicht mehr so schlimm. Wie zu Anfangszeiten. Außer sie überraschen mich und greifen mich zu zweit an. Ja, den vielleicht zuerst, weil der ist schon fast down. Na, endlich. Ich habe jetzt zurzeit einen leichten rauen Hals. Also ich hoffe nicht, dass ich so viel husten muss. Das wäre jetzt ja ganz doof. Ah, noch eine Heilpflanze. Die wollen wir mitnehmen. Daraus können wir Tränke erstellen. Und nehmen wir mal so viel mit, wie ich jetzt auf die Schnelle sehe. Und da ist schon dieser Stollen. Mit den eleniken Goblins wieder drin. Nur wegen eines Destillierkolbens. Guten Tag. Hier, grüß Gott. Hallo. Hallo. Mache ich dir mal wieder vorher hinter dem Hintern. Boom. Ach, da hinten ist er. Okay. Dann geht's mal wieder los. Na? Bevor der mich erwischt. Eine Fiole. Die nehme ich. Ja, komm her. Schwächling. Erledigt. Au. Wegspringen. Nehmen wir mal seine Sachen mit. Also die geben mir wirklich jetzt dazu so richtig auf den Senkel. Noch meine Truhe. Ein Schild. Schauen wir mal. Und wieder ein Amulett. Das hört sich gut an. Was da steht. War da noch was? Ich könnte... Ja, da ist doch was. Violen. Da können wir Mana-Tränke dann oder so erstellen. Dann haben wir Energie. Da war doch noch einer. Oh, der hat eine Armschiene gehabt. Stimmt, interessant. Dämonenkäppchen, das ist aber nicht das, was wir suchen. Nee, Fleischwanze. Nichts Besonderes. Harmloser Gegner. Der tut uns nichts. Inno-Statue. Das ist das, was wir sammeln können. Nehmen wir doch mal einen mit. Einen von 30. Aber wie schon gesagt, ich sammle die jetzt nicht. Aber in einem anderen Part zeige ich euch das einmal. Wie das aussieht, wenn man alle hat. Ja. Groß ist die Höhle, glaube ich, so nicht.
paar Mollrats. Kennen wir aber diese Gegner schon. Na? Noch einer? Na? Die sind schon doof. Komm, ich will da hinten hin. Die Dämonenkäppchen. Wenn es doch nur was Sinnvolles wäre. So. Hier gibt's fast nichts. Kurz mal auf die Uhr geguckt. Passt noch, ein paar Minuten haben wir noch. Ja, gehen wir mal da runter. Was liegt da? Bücher? Bücher, wo bin ich denn jetzt? Ich war schon lange nicht mehr hier unten. Nein, das wollte ich auch nicht. Oh, Dämonenkäppchen, na komm. Da ist er. Und die Gräbe der Magier, das ist auch nochmal so ein Quest. Altes, oh, jetzt habe ich ein altes Relikt noch mitgenommen. Eins von 30 auch. Kann man auch sammeln. Also alles 30. Ist aber jetzt halt eigentlich alles egal. Machen wir nicht. Aber ich glaube, hier geht's fast wieder zurück zu Digge. Zum Digge. Ja, da ist er. Ui. Au. Das haben sie sehr blöd gemacht. Doch. Ein Hocker. Hallo? Ach, da ist er. Ah! Und? Ah, da bist du ja. Hast du den Destillierkolben? Hier ist dein Destillierkolben. Ha, ich brauch nicht lang, dann macht es wutsch und die Mine ist offen. So, da haben wir das Destillat. Dann werd ich mal. Oh nein, nein, entschuldige. Du hattest die ganze Arbeit, dann willst du sicher auch den Spaß. Hier, schmelzt du das Geröll weg. Na bla, dankeschön. Jo, das werden wir machen. Das ist jetzt lustig. Aufgepasst. Ich kann Telekinese. Ja. Gut. Stufenanstieg. Schauen wir mal gar nicht nach. Ah. Okay. Ich mache das hier jetzt halt weiter. Voll auf 3. Erledigt. Was ich euch nochmal zeigen wollte, ist auf M. Nein, nicht auf M, auf L. Kreaturen. Da haben wir jetzt halt mal alle Kreaturen, die wir gesehen haben, aufgelistet. Und ja, die sehen wir uns auch mal an. Aber ich lasse die jetzt mal so stehen. Und wir schauen uns das mal an. Okay, ich bleibe hier, speichere hier ab und wir sehen uns dann im nächsten Park. Dankeschön und tschüss, ich bin's, euer Chronicles of Games und ja, wir spielen Let's Play Acania Gothic 4. Tschüss!